Wir fangen heute an mit Daily Dose of Internet, Curious Pufferfish Wants a Selfie. Na dann, schauen wir mal rein in Daily Dose of Internet. Let's go. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. A curious pufferfish wanted to take a selfie with a scuba diver. Ist ja süß. Ist ja putzig. Schon durch das, der hat die Kamera erkannt und schon die... Ich glaube nicht, dass er die Kamera erkannt hat, aber er findet das Ding, was da die Kamera ist, interessant und gut. Das ist ja putzig. Ich glaube nicht, dass Fische Kameras als Kameras identifizieren. Der denkt sich nur, was ist das für ein Ding? Sieht lustig aus. Es blinkt vielleicht ein bisschen schön. Das hatten wir, glaube ich, schon. These guys were going for a joyride and spun out their car right in front of a police officer. Ja, zu schnell gefahren, würde ich sagen, oder? Oha. No words. I like to say sorry. That's it. Like, that's really it. I just realized that my dog is 9 years old and I never told him my name. My name is Jen. Dunkin' Donuts has a policy where they have to throw out all the donuts that were not. Oh nein. Nicht die ganzen Donuts. Nein. Oh nein. Ja, es ist so bei Geschäften, dass die alles wegschmeißen müssen, was nicht verkauft wird. Och nö, eine Tonne voller Donuts. Sold that day. An employee working at Dunkin' Donuts documented how he had to throw out hundreds of donuts every day. He asked why he had to throw away donuts that were only a few hours old and they did not give a reason. Einerseits ist es verdammte Lebensverschwendung und muss dringend mal abgeschafft werden. Das ist, also dass die weggeschmissen werden können. Also zum Beispiel hier wahrscheinlich wird das hier gleich gezeigt, dass das auch armen Leuten gespendet werden kann. Also die nicht verkauft wurden, also wenn die eh weggeschmissen werden, sie dann zum Beispiel das Container, das ist in Deutschland illegal, dass Leute sich nehmen können oder dass das an die Tafeln gespendet wird oder so weiter, dass da nicht tonnenweise noch essbare, also teilweise stundenalte, so frische Donuts weggeschmissen, Lebensmittel weggeschmissen werden. Das ist halt wirklich, und andererseits ist es auch schmerzhaft, das zu sehen. Ich nehme sie. Ich nehme sie, bevor du sie in den Müll schmeißt. So ist es. He then started giving donuts away to homeless people and was fired for doing so. Bevor du sie in die Tonne schmeißt, eine Tüte packen und mal den Obdachlosen geben. Das ist, die freuen sich ein Loch im Bauch drüber. This cat was very confused about what was happening. Normalerweise hauen Katzen da eher ab, die springen hoch und zerstören dasselbe Bad dabei. Die haben da Wasserscheue hier. Das ist. Die kommt erstmal gar nicht drauf klar. Das Wasser. Oha. Was ist das denn für eine Frucht? Here's a computer animation showing all the active satellites. Sieht aus wie eine Bohne oder so. Satellites that are currently moving around Earth. Ja. Beatrice. Oh, ein Babyschwein. Ist das süß. Babyschweinchen. Fäckelchen. Oha, ist schon wieder Winter oder was? Nice. Here's a very polite cat. Oh, süß. Katzen sind immer süß.
Katzen ja fast immer. Diese Nacktkatzen, die finde ich gar nicht. Danach. Nacktkatzen sind hässlich. Wenn ich nur dran denke. Diese pinken, felllosen Katzen. Okay. Und weiß nicht, wer die gut finden könnte. Das ist doch putzig hier mit den. This person has a unique method of creating art. Kunst. Oh, nicht übel. Wow. Ein bisschen verschmiert, aber. Das soll so. Wow. That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Later. Ich denke, haben wir gleich das nächste Video, machen wir direkt weiter. Das kommt wahrscheinlich auch in ein Video. Wir schauen uns Scheißnähe, Sticks, Eis, Out of Shell. Das habe ich auch noch nicht geguckt. Von denen du hast auf Internet. Machen wir weiter. Hello everyone, this is your daily dose of internet. These people found a very shy conch snail on a beach in Japan. Schüchterne Schnecke. Minasan, wakari itadaketadakouka. They might look very Macht Auge die Schnecke. Cartoonish. Ich find das so süß. But their eyes actually look like. Wo Schnecken normalerweise, ihr seht sie eigentlich nicht so süß und aber. Like that. Fisch. Fischgesicht. Oh mein Gott. These people couldn't drive over this bridge in China. Ich hab mich erschreckt. Große Gott, ich hab mich erschreckt. Because the winds became too dangerous. Mein Friss macht sowas nicht mit mir. Ich bin so schreckhaft. The United States wie die Brücke in Harry Potter hier, wie die in Teil 6 hier, die Brücke, die dann von die, wo die Todesser kommen und die dann sich umdreht und dann sich wendet und zerbricht. Bloß das scheint so eine Hängebrücke zu sein. Das ist nicht so eine feste Hängebrücke. Aber im Sturm ist das natürlich. Da sollst du auch nicht rübergehen. The United States Army recently released video footage showing off what their new night vision goggles can do. Okay. Nicht schlecht. Das ist doch was im Müll. This is called a meteor hammer, which is an ancient Chinese weapon, and this is how to use it. This cat was sleeping so heavily that the owner started. Kann man davon halten, was man will. Chinesische. Mittelalterliche, wenn ich das richtig verstanden habe, mittelalterlich chinesische Waffe. This cat was sleeping. Da scheinbar zerstört sie einen Eisblock, also scheinbar kann es schon wehtun, aber es ist dann schon Verletzungen vorgerufen, aber ja, eine Glocke oder das Metallgewicht. Metallgewicht, ja, aber sieht eher nach einem Cheerleader-Sportgerät aus, aber okay. This cat was sleeping so heavily that the owner started to get worried. Ich will doch nur schlafen. Sammy, oh my god. Lass die arme Katze schlafen, die hat einen harten Tag. Oder eine harte Nacht. Okay. Sind die völlig lebensmüde? Ich meine, aus der Höhe stirbt man noch nicht, aber. This person pulled off an incredible bowling trick. Wenn der da runterfällt, ist doch.
Da bricht er sich doch bestimmt was. Wenn er schlimm fällt, dann bricht er sich das Genick. Wenn er auf den Stein fällt, dann ist. Das sind erwachsene Leute. Sollen sie machen. This person pulled off an incredible bowling trick. Und du triffst jetzt den letzten. Nee, der trifft jetzt alle nochmal. Genug Zeit ist dann. Oder? Nee, der trifft den letzten. Nicht schlecht. Some poor bird ran into a Man kennt es, window and wenn man mal Bahn war im Meer und so weiter und dann Füße eingebuddelt hat, das kann da schon wirklich feststecken. Das kann da. Some poor bird ran into a Ich will das nochmal sehen hier, wie er springt. Oder eben nicht. Gut. Some poor bird ran into a window and left a mark. Ui. Sieht aber nicht schlecht aus. This vet saved a fox's life after being hit by a car, and the fox is very Fuchs. thankful. Oh. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Nicht schlecht. Gut. Coachless Cat. Ich glaube, das haben wir uns schon angeguckt. Das haben wir. Da habe ich schon drauf gereactet. Dann machen wir noch das hier. Das ist, glaube ich, das drittälteste. Das noch das letzte, was ich noch nicht geguckt habe. Soweit ich weiß. Gehen ja nur Hello 3 Minuten. everyone, this is your daily dose of internet. This is called red lightning or red sprites. They are large electrical discharges that occur above thunderstorms. This photographer captured images of red sprites forming in China. They are so large that they are. Das eine sah hier auch fast aus wie Menschen, wie Menschen. Können wir hier fast. Occur above thunderstorms. Das könnte man hier fast. Könnte man fast reininterpretieren, wie so Männer hier. Der Kopf, so ein Speer, so Krieger, so Kriegerarmee hier. Hier die Rüstung, hier der Oberkörper, das ist halt so. Hier noch so ein bisschen der Unterkörper, dann hier so. Ich weiß nicht, ob man die Maus eingeblendet sieht, aber. Das ist halt so, ihr wisst schon, das Schwert. So an der Sperren und da ist vorne einer und dann der. Da sind, ich sehe da zwei oder drei Leute. Drei oder vier würde ich fast sagen. Oder vier Krieger nebeneinander. This photographer captured Kann man images eigentlich, kann man mit ein bisschen Fantasie. of red sprites forming in China. They are so large that they are about the same size as a major city and can be seen from space. Oh. Oha. Das hat weh getan. Oh nein, GG! der Hund. Stop! This Er überflutet den ganzen Hof. Oh nein, GG. Stop! Oh nein. This dog saw a cat in the yard and tried to scare it away. Ach, das kenne ich. Rausrennen erstmal drauf und dann. Was ein Feigling. It's hard to see. Erst große Klappe und drauf losrennen und dann. But that little white speck is a human egg next to a coin to show how small it is. If you still can't see it, here are 10 human eggs all clustered together. Human Eggs, hier die Eizellen von der Frau, oder? Oder wie? Weltraumaufnahmen immer sehr beeindruckend. Und in dieser Qualität nicht übel. Peter, are you in airplane mode again? Igel. Igel sind auch sehr süß. Hier kommt das Flugzeug.
A zoo installed a new security camera and it scared the snow leopard. Für die Kamera. Macht verrückt für die Kamera. By the stove. So what do you have to do? Open up the stove. And then you're trying to open it more and it's blocked by the oven light. So you have to turn the oven light on to try to open it further, but then it's blocked by the stovetop. So you have to turn off the medium to open it even further. And what do I keep in there? This person made some incredible stop motion animation using plank. Lustig, aber der braucht doch eh nur einen Schwamm. Das ist doch hier. Da muss es doch gar nicht. Muss es doch kein Tad extra dafür anstellen. Es reicht doch, wenn er so aufmacht und da einen Schwamm rausholt. Die Hand passt doch drin und das ist ja. Lustig, aber. To open it even further. What do I keep in there? This person made some incredible stop motion animation using playing cards. Und aufnehmen war keine Alternative, dann Videorekorder drauf, kein Camcorder drauf halten und dann Stop Motion. Bitte. Hat jetzt fotografiert, das Stop Motion ist ja hier wirklich Foto, also Foto für Foto hintereinander. Also hunderte von Fotos, die hintereinander wie so ein Daumenkino hintereinander abgespielt werden. Das ist schon beeindruckend. Aua! Da war die Stange zu schlecht oder der. Ja, zu schwer sah der nicht aus. Eine Katze oder ein Hund, der. Ich glaube, ja, Katze. Quallen tauchen. That's the end of this video. Hopefully, I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Ja, sehr schön. Glaube ich, nach oben. Sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Lasst ein Abo bei Daily Dose auf Internet da. Schaut die Videos mal, die sind verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut euch die mal an, wenn du mal selbst vorbeischauen willst, ohne meine Visage dort im Spiel zu haben. Ja, na, ansonsten habt ihr noch einen tollen Tag und man sieht sich, haut rein. Ciao.